Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Indienstag. Ich bin Little Confused Brain und einfach nur Yannick und wir spielen heute das wundervolle Spiel Thomas Was Alone. Es ist ein sehr schönes Indie-Game und ist momentan, ich weiß gar nicht, obwohl, ich glaube der Weekly Sale ist schon zu Ende. Ich weiß nicht ganz genau, aber im Weekly Sale war das. Dort hat PewDiePie nämlich seine Lieblings-Indie-Games vorgestellt und dort war Thomas Was Alone auch dabei. Und ich würde gleich sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Wenn dann meine Enter-Taste funktioniert. Will nicht. The program was a failure. People forget this. It was a massive flop. The coder starting adding name strings to the alts as a joke. Thomas 80 wasn't special. It was just an L in the right place at the right time. Thomas was alone. Wow. A weird first thought to have. Okay. Das ist cool. Ah, okay. Hui. Also diese Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, ist schon mal echt genial einfach. Weil wir haben ja auch immer einen Erzähler. Thomas decided to start listing his observations for posterity. Dem könnt ihr nämlich auch zuhören. The whole alone thing. Two, portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. Three, falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling. As he was at observing. Er war also gut beim Fallen. Das ist ja schön. Wer ist nicht gerne gut beim Fallen? Okay, interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think. Was passiert, wenn man hier drauf springt? Some kind of inverted fall. Some way to what's the word? Jump. Ich werde jetzt ab sofort auch nicht sagen. Thomas had solved the great inverted fall mystery. Like a sir. Ich werde jetzt auch ab sofort nicht mehr sagen, spring doch mal. Ich werde sagen, mach das Gegenteil vom Fallen. Ja, ich meine, wer sagt das nicht? Tagtäglich sage ich das. Oh Gott, da ist ja... Yes. Big jump. But Thomas noted, there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him. But gently. Ich kann es schaffen. Yeah. This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas. Okay, wie soll ich das Teil da links kriegen? This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. Oh Gott. Unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. Ja, das sehe ich auch. He was... Okay. Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. He seemed to be moving predominantly up and to the right, which might or might not be important. Okay. Also wir werden jetzt hier gerade ein bisschen eingeführt, wer denn eigentlich Thomas ist. Dieses kleine süße Blöckchen nämlich. It might have been paranoia again, but Thomas could have sworn the world was becoming more complicated. It always seemed to be one step ahead of his skills. Oh. It had been designed just for him. He wondered why. Was the world testing him? Nein. No. Too obvious. Was will diese Welt mit uns eigentlich anfangen? Wir sind doch nur ein Testobjekt, was angeblich gefailed ist. Ein Source Code, der nicht mehr gebraucht wurde. Something about the boiling, toxic, glowing water intimidated Thomas. He didn't like it. He certainly didn't want to swim in it. Ich glaube, das will keiner. Wer will schon in einer weißen Pfütze von weißem Zeug schwimmen? No amount of observation or obsessive note-taking could combat that.
Also wie ihr seht, das ist auch natürlich ein kleines Jump-and-Run-Spiel. Halt im 2D-Stil gehalten, das kann man ja auf jeden Fall sagen. Aber wirklich, es meiner Meinung nach geht es wirklich sehr ab von anderen Spielen. Ich meine, dieses Spiel ist wirklich, auch wenn es ein einfaches Prinzip hat, ist es trotzdem echt schön. Besonders, da kommt gleich noch mehr zu, aber ich will ja nicht zu viel verraten, das werdet ihr auch noch sehen. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. A pretty skilled jumper. He was evolving. He just wished he had someone to share it with. Oh. Ja, das wäre jetzt schön, ne? Das ist das Problem beim Alleinsein. Man hat natürlich niemanden, mit dem man diese tollen Erfahrungen teilen kann. I submitted hundreds of bug reports. I told that idiot this would happen. Overlapping scripts, more than one. L was bound to be spawned into an environment at some point. Turns out I missed the point. That little error changed everything. Chris took an immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? Wir sind jetzt zwei. Ah, und wir können uns jetzt gegenseitig helfen. Wunderschön. Wie ihr seht, jetzt haben wir auch jemanden, mit dem wir dann interagieren können. Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Well, not actually. Not technically graceful. Probably put the wrong word, but you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Raping around like he owned the place. Der Erzähler gefällt mir auf jeden Fall auch von der Stimme. Oft gibt es ja auch Erzähler, die einem echt nach der Zeit komplett auf den Schnurz gehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bastion gespielt habt. Nachdem ihr das Spiel durch habt, dann wollt ihr diesen Erzähler nie mehr hören. Glaubt mir. Den wollt ihr nie mehr hören. Der geht einem so auf den Schnürsenkel. Kommen wir mit dem jetzt hier einfach runter, ja, ne? Hui! Unten rechts seht ihr übrigens auch jetzt, ganz unten rechts seht ihr die einzelnen Punkte. Da sind jetzt, ist jetzt zum Beispiel der orangene, also der, wie nennt man diese Farbe hier? Sandbraune. Und wir sind halt hier Thomas als roter. Okay, wie machen wir das? Was more like it. A glowy white thing. Only Chris could get to it. Which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to him? Ja, wir haben jetzt leider schon gesehen, was es bringt. Grace. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Ah, Chris ist das übrigens. This made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich auch so, das ist so ein bisschen so ein eigenes Helferspiel. Also man muss sich selber so ein bisschen in diesem Spiel helfen, um voranzukommen. Und das ist wirklich, es ist ein cooles Spielprinzip, auf jeden Fall, das kann ich sagen. Was this good? Because on the surface, it did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Hui. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but nah. Where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Narf. Ich finde die Sprunganimation total cool. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es kommt mir ein wenig vor, als ob Chris ein bisschen dicker ist. Minimal. Und dann seht ihr mal, was alles beim Programmieren denn passieren kann. Wenn man einmal so einen Fehler setzt, dann kann sowas passieren. Oh Gott! Bin doch gesprungen, Mann. Na? Oh Gott. Kann ja nicht angehen hier. Nein! Oh Gott.
So. Huja. Hujaka. Ui. Chris stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up. If only for a few levels. Du bist aber nett, die mögen sich ja hier anscheinend echt richtig. Chris will schon gar nicht mehr zu Thomas hingehen, der hasst ihn schon förmlich. Na, jetzt brauche ich Thomas hier wieder. Thomas! Wie die Lokomotive. Nein! Brauche ich den hier überhaupt? Kann ich nicht von da oben auch mit Chris da lang springen? Ich brauche den kleinen Vollidiot. Ach komm schon! Jetzt stell dich nicht so an, Chris. Ich wette, ich kann auch so springen. Warte. Jubba! Come on! Jubba! Geht doch. Ich wollte gerade schon sagen, wieso machen wir nicht mit Thomas jetzt das eben hier fertig? Das ist ja viel einfacher, weil er ja viel höher springt. Oh. Aber wenn ich mal einfach was fertig machen will, ihr seht das ja. Puh, ich habe einen neuen Checkpoint, wunderbar. Das mit Chris hier zu machen ist aber auch... minimal lästig. Siehst du, Chris hat es nicht so einfach, der kriegt keinen einzelnen Checkpoint. Obwohl, der hat es hier aber auch nicht so schwer. Chris hat sich gefreut, dass er jetzt hier abgesplittet wird von Thomas, aber nein. Er kommt zurück. Kasching. Nein, 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 nein. Okay, da hatte ich kurz Angst. Hey, Chris. Na? Oh. Wir kriegen noch wen dazu. John knew. He knew that this was his chance. A moment to shine. This was game day. Wow. Der springt ja hoch wie eine Gazelle. Nein. So, Moment. So. King, Alter. King. So, ich würde sagen, wir spielen noch bis 2. Would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. They come from anyway. Das ist schön, die kennen sich einfach alle gar nicht und treffen sich einfach so in dieser Matrix. Von in dieser Computermatrize, auch schön. Eidewitzka, das kann jetzt was werden. John inhaled the air of the open space and it smelled of awesome. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube, das ist nicht richtig, was der tut. Hui! Hui! Ich glaube, wir müssen ihn vorschicken, damit er jetzt diesen Schalter. Oh, wie süß. Der John, der kümmert sich richtig um uns. Sympathetic expression practiced in the mirror all these years. So. Auf jeden Fall, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist wirklich, die Musik im Hintergrund ist wunderschön. Der Erzähler kann das Spiel einfach, der erzählt ja richtig hier eine Geschichte. Oder brauche ich gerade den hier nochmal? Den Thomas. Hi Chris. Ich glaube, ich brauche den gleich nochmal. Wie gesagt, jetzt erzählt er hier eine richtige Geschichte zu diesen kleinen Blöckchen. Sag ich jetzt mal. Nerv. Der Thomas ist aber auch ein guter Helfer, muss man ihm ja mal lassen. Oh Gott. Juhu! Und Chris kommt daher. Achtung, ich komme. Oh Gott, ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind wieder.
Boah, der kann aber auch springen, ne? Hui. Ach, so. Kommen wir alleine hoch? Ne, da brauchen wir Chris nämlich, glaube ich, nochmal. Oh, brauchen wir hier ernsthaft den nochmal? Okay, das hätte ich nicht gedacht. 1. Und 2. Das sieht ein bisschen aus wie ein... Nein, nicht das, was ihr jetzt dachtet. Also bitte. So, nein. Oh, Überforderung. Mit 3 Charakteren alleine spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wir sind schon bei 1,9. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir das machen müssen. So. Jetzt haben wir hier so ein... John was happy to keep helping. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys. Ja, aber verdammt, jetzt komme ich da... Obwohl, muss ich dann so jetzt, oder? Okay, geschafft. Ich glaube, wir müssen aber jetzt Chris hier noch hochhelfen. Spring jetzt hoch. So. Obwohl ich sagen würde, wir machen hier sonst erstmal einen Schnitt. Sonst wird das Video noch, kriegt noch Überlänge, das wollen wir auch nicht. Auf jeden Fall, das wäre das für den Indienstag. Das ist Thomas Was Alone. Falls ihr es auch spielen wollt, Link ist in der Beschreibung. Kostet aber dementsprechend natürlich auch. Deswegen, das werde ich auch dahinter schreiben, wie viel das kostet. Ihr könnt es bei Steam erwerben. Ein wundervolles Spiel. Außerdem, falls ihr mich mal bei Steam falls ihr mal mit mir schreiben wollt, mit mir zocken wollt, was auch immer. Mein Steam-Link ist auch in der Beschreibung, genauso wie Postfachadresse, wie Facebook. Oh mein, alles fällt hier gerade um. Wir sind hier gerade in einer Apokalypse. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin LittleConfusBrand oder einfach nur Janik und... Schaltet ein morgen, wenn es heißt Mail-Mittwoch, um eure Fanpost zu beantworten und um das Gamescom-Video zu sehen. Ciao, ciao, euer Brain.